20 Jahre lang war Hakan A. alkoholsüchtig. Tagesration 1,5 Flaschen Schnaps. Leber, Lunge und Herz nahmen schweren Schaden. Er ist heute schwerbehindert. Ich konnte mir bei meinem persönlichen Zerfall ganz gut zugucken. Also, aber ich habe das auch in Kauf genommen, sogar das. Im Mai letzten Jahres bekam er einen Insider-Tipp. Ein Arzt verschrieb ihm Baclofen. Plötzlich war der Suchtdruck weg. Als wenn man von irgendwelchen Fesseln befreit ist. Ja, also man hat nicht mehr der Typ, der die ganze Zeit neben einem hergelaufen ist und hat gesagt, du musst die ganze Zeit was trinken, der ist jetzt auf einmal weg. Der ist nicht mehr da. Er ist nur einer von 1,8 Millionen Alkoholkranken in Deutschland. Aber Baclofen kennt und bekommt kaum jemand. Nur etwa 50 Ärzte in Deutschland behandeln mit Baclofen. Eine von ihnen, Dr. Vera Schnell aus Regensburg. Dieses Medikament hat sie überzeugt. Denn noch nie konnte sie so vielen Menschen helfen. 75% meiner Patienten führen ein alkoholfreies Leben. Ich habe erlebt, was Alkohol in den Familien anrichtet. Und wenn man da in die Familien Frieden bringen kann, das ist ein ganz toller Erfolg. Sie erklärt, das Verlangen nach Alkohol wird im Stammhirn ausgelöst. Hier verursacht das Dopamin das unkontrollierte Trinken. Und diese Steuerung wird durch Baclofen blockiert. Der Patient hat Ruhe. Der kann durch den Supermarkt gehen und sagen, da steht das Bier, da steht der Rotwein, ich brauche es nicht. Den Wirkstoff Baclofen gibt es schon 40 Jahre. Er wurde für die Behandlung von Multipler Sklerose oder Rückenmarkserkrankungen entwickelt. Dass er auch gegen Alkoholismus hilft, das kam durch einen Zufall heraus. Der Pariser Arzt Olivier Amezen, selbst schwer alkoholabhängig, hatte im Selbstversuch Baclofen getestet. Damit wurde er endlich trocken. Seine Erfahrungen machte er öffentlich. Auch den Pariser Suchtmediziner Professor Jury überzeugte das Buch. Inzwischen hat er 400 Patienten mit Baclofen behandelt. Es fehlte etwas. Es fehlte uns ein Hilfsmittel. Ich habe auf ein Medikament gewartet. Mit Baclofen haben wir es schließlich gefunden. Jetzt verschreiben 5000 französische Ärzte das Medikament und haben schon 100.000 Patienten geholfen. In Deutschland ist Baclofen als Medikament gegen Alkoholismus kaum bekannt und nicht zugelassen. Aber die Verschreibung ist auch nicht verboten. Ärzte, die es tun, begeben sich jedoch in eine juristische Grauzone. Ich bin mehr als bei einem Produkt, das zugelassen ist, dafür verantwortlich, dass das Produkt so eingenommen wird, wie es richtig ist und dass, wenn etwas schief geht, ich nicht sagen kann, ja, die Pharmaindustrie hat vielleicht auch einen Anteil daran, sondern ich stehe ganz alleine mit dem Produkt da. Deshalb erklärt sie genau die möglichen Nebenwirkungen von Baclofen, zum Beispiel Müdigkeit oder Schwindel. Doch das ist allemal besser, als dass ihre Patienten den Körper mit Alkohol zerstören, so die feste Überzeugung der Ärztin. Doch warum wird das Mittel nicht offiziell gegen Alkoholsucht zugelassen? Zunächst wären dafür Studien erforderlich. Wissenschaftler der Charité haben zwar kürzlich die hohe Wirksamkeit von Baclofen nachgewiesen, allerdings 43 Probanden sind der Zulassungsbehörde zu wenig. Wir haben bei der Pharmaindustrie nachgefragt. Dort besteht kein Interesse, Studien zu finanzieren, denn der Patentschutz ist abgelaufen. Es lässt sich also kaum Geld mit Baclofen verdienen. Und es gibt Gegner. Vorrangig sind es Suchtmediziner der großen Kliniken, wie Professor Tom Shaw. Eine besondere Gefahr ist beim Einsatz von Baclofen, dass der Patient letztlich seine Suchtüberzeugung aufrechterhält, indem er nämlich denkt, jetzt gibt es ein Wundermittel, das alle meine Probleme löst, so wie es vorher der Alkohol war. Statt einer Pille gegen die Sucht befürwortet er Verhaltenstherapien. Lernen, auf Alkohol zu verzichten. Nur, laut Statistik, werden selbst nach Langzeittherapien etwa die Hälfte der Patienten rückfällig. Und die Behandlungskosten sehen ganz anders aus.
Denn ein Tag in einer Therapieeinrichtung kostet 120 Euro. Eine Tagesration Baclofen hingegen gerade 57 Cent. Nicht nur die Krankenkassen, auch die Rentenkassen könnten viel Geld sparen. Jemand, der mit 45 Jahren berentet wird wegen chronischen Alkoholismus, kostet das Sozialsystem bis zu seinem Tod etwa 500.000. Wir bitten die Deutsche Rentenversicherung, mehrere Krankenkassen und den Gesamtverband der Krankenkassen um eine Stellungnahme. Alle erklären, es gehöre nicht zu ihren Aufgaben, die erforderlichen Studien zu veranlassen. Dabei kosten die Folgen des Alkoholismus den Staat jährlich etwa 27 Milliarden Euro. Das müsste die Politik interessieren. Plus Minus fragt beim Bundesgesundheitsministerium nach. Auch hier die Antwort, das Ministerium sei nicht dafür zuständig, die Studien in die Wege zu leiten. Er kann das nicht verstehen, denn ihm hat Baclofen bei seiner Therapie geholfen. Seit über einem Jahr ist Hakan A. trocken und hat zurück in ein normales Leben gefunden.